Und jetzt beginnt der etwas technischere Teil. Vielleicht sollte ich daraus drei Videos machen? Ich weiß es nicht. Ich lasse das jetzt erstmal so. Der etwas technischere Teil, das ist ein Lichtkastenschacht für Leute, die mit Keller bauen. Von innen mit Wasserablauf. Das wollte ich mal sehen, wie das da so ist. Das ist da die Technik- und Heizungsecke in diesem Bemusterungszentrum. Hier sehen wir eine große, in der Mitte, eine große Luft-Wasser-Wärmepumpe, glaube ich, von Buderus mit eingebautem Warmwasserspeicher. Ich glaube 300 Liter. Wir werden das Nachfolgemodell davon haben. Das andere sind einfach nur Warmwasserspeicher, glaube ich. Ich habe da nicht nachgefragt. Ich habe gefragt, kann ich da nochmal schnell runterlaufen? Ja, ja, mach nur. Und dann habe ich da einfach Fotos gemacht. Ja, wo war ich stehen geblieben? Das sind die Auslässe für das automatische Belüftungssystem, das heutzutage ja in den Neubauten immer eingesetzt wird. Die sind ja heutzutage so dicht, man muss also lüften mit so einer Belüftungsanlage und irgendwie muss die Luft ja raus und wieder rein. Und das ist, glaube ich, ein Einsaugstutzen oder ein Auslassstutzen, ich weiß es nicht genau. Das ist eine Belüftungsanlage und ich glaube, das ist dieses spezielle System von Schwörer. Da sieht man nämlich Wärmetauscher und zwar Luft-Luft-Wärmetauscher. Also die nehmen zum Beispiel die Wärmeenergie von warmer Luft oder generell, nee, das ist falsch jetzt, was ich erzähle. Die nehmen generell die Energie, die in Luft gespeichert ist und sei es kalte Luft. Da ist ja immer noch ein bisschen Energie drin und durch einen Wärmetauscher wird das zu der Luft hinzugegeben, sage ich jetzt mal, die wieder ins Haus hineinströmt. Ist ein bisschen komplizierter und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja auch ein Heizsystem von Schwörer, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil ich von Luft-Luft-Wärmetauschern nichts halte. Ist ein bisschen eine Geschmacksfrage und eine Glaubensfrage. Ich glaube aber, man kann sich darauf einigen, dass die sehr ineffizient sind, denn Luft ist ein schlechter Wärmetauscher und Luft ist ein schlechter Wärmespeicher, Tauscher, eins von beiden oder auch beides, ich weiß es gerade nicht. Von daher haben wir eine Fußbodenheizung mit Luft-Wasser. Das ist auch nicht das Beste vom Besten. Ich denke Erdwärme mit oder Sohle-Wärmetauscher, das wird so ziemlich das Effizienteste sein, aber auch das Teuerste. Und von daher bleibt es bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe bei uns. Generell finde ich dieses Konzept von einer Belüftungsanlage super. Denn die Rain ist Allergikerin. Ein bisschen Heuschnupfen, Pollen und so weiter. Und mit diesem Teil lüftest du halt dein Haus. Und du siehst hier links Filteranlagen. Und das heißt, die Luft, die reinkommt, die wird durch einen Filter geleitet. Und da kann man auch Pollenfilter einbauen. Und dann hat man als Allergiker im Sommer, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, keine bis sehr wenige Probleme. Generell da einfach nochmal querbeet ein paar Fotos gemacht. Ich weiß selbst noch nicht genau, weil ich ja nicht nachgefragt habe, wofür wir die sind. Ich denke, das ist ein Verteiler für eine Fußbodenheizung. Sieht mir fast so aus. Ich weiß es allerdings nicht. Mit einer Filterkartusche daneben. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich kenne alte Fußbodenheizungen, wo das schlackigste Wasser durchgeht. Da wird nichts gefiltert. Heutzutage wird das, glaube ich, gefiltert. Ach ja. Ach, das Thema mit den Luftauslässen, wo wir gerade bei Lüftung waren, ne? Schwörer hat in seinen Musterhäusern richtig schön stylische Luftauslässe. Sehen wir hier, glaube ich, das sind so Schlitze, wo man fast schon an Flugzeugbelüftung denkt. Richtig cool, fanden wir schön, sieht auch nach 2017 aus. Und dann sagt unsere Verkaufsberaterin, ja, wissen Sie, gerade bei der bei dem Luftheizungssystem, was wir anbieten, haben wir von Kunden gehört, dass das ein bisschen Probleme macht. Und deshalb mussten wir auf unsere alten Modelle umsteigen und das sind die links. Und ihr seht die jetzt von oben, da sieht das, also von der Front, die hängen ja an der Decke, dann würde man sie von unten sehen. Die sehen nach 1970 aus. Die vergilben schnell, wir haben die in live gesehen, unsere Verkaufsberaterin hat uns ein bisschen in ihrem eigenen Haus rumgeführt. Und die hat die da noch und ich dachte mir, oh nein, da gucke ich doch immer hin. Ihr kennt das, wenn man irgendwo, Schandfleck wäre jetzt zu hart gesagt, aber wenn man irgendwie so einen Fleck hat, wo man immer weiß, da ist was, was einem nicht gefällt, da guckt man immer hin. Und ich dachte mir schon, oh nö, in unserem schönen neuen Haus, wo wir darauf achten, oh, schöne Fliesen, schöne Wände und so weiter. Und dann hast du da oben so ein Ding hängen. Ja, wunderhübsch. Und das war eins der ersten Sachen, die wir gefragt haben. Und es gibt neue. Da waren Gespräche und es sind neue Dinge in Planung, die wohl in unserem Haus auch zum Einsatz kommen. Glück gehabt und ich freue mich immer noch darüber und ich habe mich auch da sehr darüber gefreut, dass es neue Luftauslässe gibt. Ich mache da ein Bild von, wenn ihr das sehen möchtet, gerne.
Und dann können wir nochmal zu dem Thema was sagen. So, und ich glaube, wir sind auch jetzt gerade am Ende angekommen. Passt doch, mein Gott, eine Stunde 18 sind es jetzt. Und ich switch nochmal schnell um auf die andere Kamera. Moment. So, jetzt sieht er mich nochmal in groß zur Verabschiedung und da können wir das nochmal ein bisschen zusammenfassen. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr langes Video geworden, so ein Vlog zum Haus, aber ich wollte das ganz spontan einfach mal machen. Ich dachte mir, komm, das ist ein Thema, was dich interessiert, das passt auch ganz gut auf YouTube und warum nicht? Mach's doch einfach mal und mal gucken, ob dieses Video wirklich auf YouTube landet. Es ist ein bisschen lang, aber scheiß drauf, egal. Es sind viele Informationen drin. Ich selbst habe auch gemerkt, Mensch, das wäre cool, wenn es so ein Video auf YouTube gäbe, wo so ein bisschen mehr Informationen zum Thema Hausbau sind. Und wer weiß, vielleicht findet jemand anderes dieses Video interessant, trotz der Länge. Das Schöne auf YouTube ist ja, man kann skippen, man kann spulen und man kann auch mal Pause machen und sich das später ansehen. Ich fände es sehr, sehr schön, wenn ihr ein bisschen Feedback dalassen würdet, wie ihr das so fandet, wie ihr das gesamte Thema Haus so findet, ob ich da mal ein bisschen mehr zu erzählen soll. Und generell hoffe ich sehr, es hat euch gefallen, es war informativ und ich denke mal, da wird in Zukunft noch ein bisschen was zum Thema Haus kommen. Jetzt, wo ich mich überwunden habe, da ein bisschen was zu machen. So, jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen und vielen Dank für euer Feedback. Wenn ihr es denn hinterlassen habt, auch gerne einen Daumen nach oben. Ich sage bis zum nächsten Mal, auch gerne mal im Stream. Vielleicht können wir sowas auch ja mal im Stream einbauen. Ich weiß es nicht. Macht es erstmal gut. Bis dahin, euer Leitjan.